So, ich lese Medikamente im Test 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Das ist dieses Buch. So, es geht im Kapitel Augen um den grünen Star. Es gibt einen einführenden Text am Anfang und ich sage es jetzt nochmal. Ich habe den vorgelesen. Das sind nicht meine eigenen Worte und ich habe es nur vorgelesen, weil es in dem Buch steht. Und es von der bundeseigenen Stiftung, Deutschen Bundeseigenen Stiftung oder bundeseigenen Stiftung der Bundesrepublik Deutschland kommt, der Stiftung Warentest. Laut Auffassung des Deutschen Bundestages und der von ihm gewählten Regierung ist das, was man, das, was da steht, das, was zum grünen Star gesagt werden soll. Und ich habe es deshalb vorgelesen. Ansonsten ist das schwierig morgens mit dem Spiegel, wenn ich darauf nicht hinweise. So, ich habe es jetzt zweimal gesagt, das reicht dann hoffentlich auch. So, im Abschnitt grüner Star geht es um Medikamente und Wirkstoffe und die sind den Wirkstoffgruppen und Wirkstoffen nach in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Und es geht los mit den Alpha-2-Agonisten. Nicht Antagonisten, Agonisten. Alpha-2-Agonisten in Klammern Augentropfen. Das ist Brimonidin in Klammern konserviert. Das ist hellgrün bewertet. Auch geeignet bei grünem Star als einzelner Wirkstoff, wenn Beta-Blocker nicht ausreichend wirksam waren oder nicht in Frage kommen. Außerdem zu kombinierten Behandlungen mit einem Beta-Blocker. Konservierungsmittelfreie Produkte sind vorzuziehen. Das ist Clonidin, in Klammern unkonserviert, gelb, mit Einschränkung geeignet bei grünem Star, wenn der Augeninnendruck mit geeigneten Mitteln nicht ausreichend gesenkt werden kann. Das Mittel kann unerwünschte Wirkungen auf Blutdruck und Herzschlag haben. Und das ist Clonidin, in Klammern konserviert. Mit Einschränkung geeignet bei grünem Star, wenn der Augeninnendruck mit geeigneten Mitteln nicht ausreichend gesenkt werden kann. Das Mittel kann unerwünschte Wirkungen auf Blutdruck und Herzschlag haben. Das Produkt enthält Konservierungsmittel. So, ich lese vor. Alpha-2-Agonisten, in Klammern Augentropfen. Die Wirkstoffe veranlassen am Auge, dass weniger Kammerwasser produziert wird und dass noch gebildetes Kammerwasser besser abfließt. Auf diese Weise sinkt der Druck im Augeninneren. Brimonidin, in Klammern konserviert, grün. Auch geeignet bei grünem Star als einzelner Wirkstoff, wenn Beta-Blocker nicht ausreichend wirksam waren oder nicht in Frage kommen. Außerdem zur kombinierten Behandlung mit einem Beta-Blocker. Konservierungsmittelfreie Produkte sind vorzuziehen. Clonidin, in Klammern unkonserviert. Mit Einschränkung geeignet bei grünem Star, wenn der Augeninnendruck mit geeigneten Mitteln nicht ausreichend gesenkt werden kann. Das Mittel kann unerwünschte Wirkungen auf Blutdruck und Herzschlag haben. Clonidin, in Klammern konserviert, gelb, mit Einschränkung geeignet bei grünem Star, wenn der Augeninnendruck mit geeigneten Mitteln nicht ausreichend gesenkt werden kann. Das Mittel kann unerwünschte Wirkungen auf Blutdruck und Herzschlag haben. Das Produkt enthält Konservierungsmittel. Der Alpha-2-Agonist Brimonidin wird in der Glaukombehandlung eingesetzt, wenn Beta-Blocker, die besser erprobt sind als dieser Wirkstoff, nicht angewendet werden können. Da die Augentropfen Konservierungsmittel enthalten, gelten die Mittel auch als auch geeignet. Da die Augentropfen Konservierungsmittel enthalten, gelten die Mittel als auch geeignet.
Konservierungsmittel können die Augen schädigen. Zubereitungen ohne Konservierungsmittel sind vorzuziehen. Der Alpha-2-Agonist Clonidin wird aufgrund seiner unerwünschten Wirkungen auf den Blutdruck und das Herz als mit Einschränkung geeignet bewertet. Wichtig zu wissen: Bei einer Glaukombehandlung sollten Sie den Augeninnendruck regelmäßig alle 3 Monate durch einen Augenarzt kontrollieren lassen. Die Wirkstoffe können die Tränenproduktion verringern, dann werden Kontaktlinsen manchmal schlechter vertragen. Die häufig auftretende ausgeprägte Müdigkeit kann die Reaktionsfähigkeit deutlich beeinträchtigen. Durch Alkohol wird sie weiter verschlechtert. Bei 1 bis 10 von 1000 Behandelten kann es nach der Einnahme von Brimonidin zu Herzklopfen oder Herzrhythmusstörungen. Nach der Einnahme von Clonidin kann es bei 1 bis 10 von 10.000 Patienten zu Herzrhythmusstörungen kommen. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Über die Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit gibt es keine ausreichenden Erkenntnisse. Sicherheitshalber sollten Sie die Wirkstoffe nicht anwenden. Es geht dann weiter mit Beta-Blocker in Klammern Augentropfen. Das ist Lubunol, Metipranol und Timolol in Klammern jeweils unkonserviert. Die sind grün bewertet, geeignet bei grünem Star, und Betaxolol, Carteolol, Levobunolol, Metipranol und Timolol jeweils konserviert. Die sind hellgrün geeignet, auch geeignet bei grünem Star. Konservierungsmittelfreie Produkte sind vorzuziehen. Da mache ich morgen weiter. Ich habe heute keinen Bock mehr. Passiert manchmal. So.